Was haben Sie hier? Anscheinend gibt es keine guten Herausforderungen mehr für ihn. Okay, wir haben jetzt den nächsten Hinweis herausgefunden, warum es einen Stromausfall in Sonnewiek gab. Er hier meint, der Arenaleiter in Sonnewiek ist ein bisschen Depri drauf. Vielleicht hat er selber den Stromausfall verursacht und hat halt keinen Bock, da für Aushilfe zu sorgen. Müsste ich die Arena von Sonnewiek mit nur einem Wort schreiben, dann würde ich sagen, schockierend elektrisierend. Ups, das waren zwei Wörter. Gut, dass dir das auch aufgefallen ist. Oh nein, den Typ kenne ich doch noch. Da kommt doch der... Das ist doch einer von der Top 4. Und der Sohn kommt bei Schwarz und Weiß vor. Wenn ich mich nicht irre. Ah. Mir ist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Ignaz. Oh, Entschuldigung, ich sollte mich wohl erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz. Ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ja, habe ich gerade schon erzählt. Danke, Ignaz, das wissen wir bereits. Ich hatte da so eine Idee und vielleicht könntest du sie umsetzen. Es geht um den Arenaleiter der Stadt. Ja, dann... Okay, also ich soll den Arenaleiter einmal klatschen und dann war es das, okay? Dann kam auch schon der sagt uns was über den Stromausfall. Jetzt bin ich gespannt. Das hat die Laune nicht gebessert. Okay, anscheinend war der Arenaleiter doch nicht selber dran schuld. Theorie debunked. Ja, krasser Auftrag, ne? Also ich soll einfach nur den Arenaleiter besiegen. Herzlichen Glückwunsch. Solares Leben. Ja, in Ärzte-Dingen haben sie auch schon gesagt, dass da sehr viel Leben in der Stadt ist. Hier in Sonnewiek kann ich mir fast vorstellen. Blind weiter, danke dir für den Follow. Gucken wir mal gleich, ob wir hier... in dieser wundervollen Stadt hier drüben oben in der Ecke auch gleich den Encounter hinkriegen. Oh, das haben die auch mit eingefügt. Sehr schön. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist Jasmin. Das ist die sechste Arena-Leiterin aus Pokémon Moin. Ja, Dr. Gude, schön, dass du jetzt zu Hause bist und auch diesem Stream beiwohnst. Das ist Jasmin. Die Arena hat sie noch nicht verpasst. Wir holen erstmal nur einen Pokémon für Greenfighter, der gerade neu mit dazu gestoßen ist. Aber ist immer noch unterwegs. Nee, alles gut, hast die Arena nicht verpasst. Aber gleich machen wir die Arena. Genau, Jasmin aus Gold und Silber, die sechste Arena-Leiterin, übrigens auch Stahl-Arena-Leiterin. Und genau, Arena-Leiterin in der Johto-Region. Es würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Das tue ich in der Tat. Und wenn du die Arena auch nicht hast, musst du unterwegs wieder umkehren. Da mache ich auch noch, ne? Das mache ich noch. Er meint, es ist nicht genial, wie weit man mit dem Fernglas sehen kann. Ja, und Volkner schnappt diesem Typen hier das Fernglas weg. Also es kann ja nicht sein. Der Leuchtturm symbolisiert für uns Seeleute Schutz und Sicherheit. Ja. Ey, Volkner, mach mal Platz, das kleine Kind will auch durchgucken. Du bist also der neueste Herausforderer der Arena von Sonnewiek. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich mir eine Herausforderung in der Pokémon-Liga. Ja, good luck, have fun. Vielleicht machst du selber auch nochmal ein paar Orden oder so. Also, wenn jedes deiner Pokémon One-Hitter, dann darf ich den Arena-Leiterposten übernehmen. Deal? Deal. Und da wartet er schon. Ignaz. Oh, du bist's. Er ist endlich zurück und er wirkt irgendwie fröhlicher als sonst. Vermutlich hat er... dir dein Können angesehen. Ja gut. Ja, warum nicht? Kann man so... Ja. Ja. Okay. Achso, Ignaz werden wir später übrigens nochmal wiedersehen, wenn wir Heatran fangen wollen. Der ist da anscheinend auch dem Heatran auf der Spur. Was auch immer. Und ich glaube, wir müssen gar nicht mehr so viel Investigativreportage oder irgendwas machen. Denn bei diesem Stromverbrauch in der Arena ist es kein Wunder, dass man irgendwann mal einen Stromausfall hat. Würde mich nicht wundern. So. Das kann auch nicht, man muss doch mit Schutzanzug hier rein. Es muss auch Sicherheitsvorkehrungen geben, so. Ja, ich habe 7 Orden, das ist schon richtig, sonst wäre der Stromausfall auch noch nicht vorbei. Der hat merkwürdigerweise genauso lange gedauert, wie ich gebraucht habe, für 7 Orden zu kriegen. Die warten dann auf mich, also... alles hier Vorhersehung. Das Rätsel kenne ich schon auswendig. Da bin ich schon als Kind lange genug dran verzweifelt. Schaffen wir jetzt First Try. So,
Ach so, die hatten Lumineon. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Naja, egal. Nee, Pachirisu. Lüge! Er wird eine Trainerin ein Lumineon haben. Es tut mir leid, aber das Eichhörnchen ist süß. Aber wenn so ein Erdbeben kommt, wird's schwierig. Also ich glaube, auch wenn du dich jetzt einbuddelst... Oh. Ja gut. Dann viel Spaß mit Schaufler. Wir haben aber... Oh! Schaufler ist jetzt böse tatsächlich, weil wir... Ich habe keinen Flug-Pokémon mitgenommen, weil ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass irgendein Pokémon in einer Elektro-Arena eine Bodenattacke kann. Hm. Interessant. Dann tank das mal weg, Nacksnagge. Kriegst du hin? Setzen wir trotzdem. Ja. Habe ich mir jemals Sorgen gemacht? Nein. Nee, nee, nee. Tschüss, Eichhörnchen. Es war schön mit dir. Ich glaube, bei Erdbeben... Erdbeben trifft doch, wenn Pokémon mit Schaufler unter dir ist, ne? Also würde mich jetzt wundern, wenn nicht. Weil irgendwie habe ich das so im Kopf gehabt. Deswegen dachte ich, so Erdkräfte machen jetzt trotzdem Schaden. Naja. Egal, wurscht. Haben wir ja trotzdem hingekriegt. So. Ja, dann erstmal die hier, ne? Erstmal die Trainer. Achso, das ist ein R. Upsi. Sorry. Sorry, Sänger von Manskin. Macht dann doppelt so viel Damage. Also mit Erdbeben war es tatsächlich, habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Nidoras Yona setzt Luxio ein. Yona, ich will dich nicht enttäuschen. Aber Nacktsnagge is on fire. Also mehr als einmal zurückrennen, um unsere AP aufzuheilen, wird hier glaube ich nicht passieren in der Arena. Zumal wir noch eine Erdtafel auf Nacktsnagge haben. Und Greenfighter, dreimal darfst du raten, wer hier den Spitznamen Nacktsnagge sich überlegt hat für unser Gastrodon. Das ist nämlich kein Follower. Max. Ja, fast. Bleibt ja nicht mehr viel übrig. Hendrico. Nein. Letzter Versuch. Roberto. Na. Er war tatsächlich... Aber vielleicht hast du mit deiner ersten Aussage ja... Doch recht, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, genau, Moritz. Aber Moritz guckt ja häufig mit Conrado zusammen. Also, genau. Kann schon sein, dass die das im Verbund entschieden haben. So, ich habe ja nicht gesagt, dass ich insgesamt jedes Pokémon one-hitten werde, sondern ich habe ja nur gesagt... Warum kannst du Energieball, Pantimos? Ich habe ja nur gesagt, dass wir jedes Pokémon vom Arena-Leiter one-hitten werden. Hilfe! Vier Gäste sind besser als fünf, würde ich sagen. In der Tat, in der Tat. Und wir haben diesen Energieball überlebt. Ich bin gerade froh, dass wir Level 57 sind. Das hätte auch anders ausgehen können. Hilfe! Mach sowas nie wieder. Nur ob's hier. Reicht die Kugelmilch? Ja, oder? Nicht ganz, nicht ganz, in der Tat. Warum müssen wir nochmal einen Trank reinhauen? Ja, top. Eieiei. So. Ey. Na, du hast nur Pikachu. Wer dein Pikachu kann ein Zauberblatt oder so? Ich erwarte alles. So Strauchler wäre auch was in diesem komplett... wegcritten würde, glaube ich, weil Strauchler sich ja an dem Gewicht von Pokémon orientiert. Und Gastrodon ist nicht so leicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Mit dem Panzer und allem drum und dran. Das Einzige, was natürlich kritisch werden könnte,
ist, dass wir mit Gastrodon nicht den Erstschlag haben, sondern da wird dann Volkner potenziell ein bisschen flotter sein mit... Was könnte Volkner haben? Was haben hier... Was für Elektro-Pokémon gibt's? In diesem Spiel. Also Luxtra hat er auf jeden Fall, das ist klar, daran kann ich mich doch erinnern. Weiß ich nicht, dann hat er bestimmt ein paar Chirizo. Gehe ich jetzt auch von aus, dass er sowas hat. Nee, Magneton hat er nicht. Das gab es erst in Platin. Electek hat er auch nicht. Oder Ilvoltek. Auch erst Platin. Hat er gar nicht mehr so viel über. Da muss er eigentlich schon Raichu haben. So, weil wenn es hier Pikachu gibt, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass er selber noch Pikachu hat. Aber dann hat er vielleicht kein Pachirisu. Dann wäre ein Pachirisu zu viel. Naja, muss ja nicht nur Elektro-Pokémon haben. Oh, oder so Doppelteam, das wäre richtig nervig. Toxikos verrät nichts. Alles klar, ich lasse mich überraschen. Ja, der bestimmt, also zu 100% hat er noch ein Pokémon, was nicht vom Typ Elektro ist. Das war ja bisher auch so bei jeder anderen Arena. Dass sie so rausgehauen haben, ja, ups, ist mir passiert, ich gibt leider nichts anderes mehr. Tut mir leid. So. Ja, dann halt noch ein Pikachu so. Hast du 6 Pikachu? Nee, das waren 4, okay. Reicht aber auch langsam mal. Einmal den Emote nachmachen. Ne? Ja, aber Luxtra und Raichu sind auf jeden Fall schneller. Also wenn Pikachu schon schneller als Nacktsnagge hier ist, dann wird es Raichu auch sein. Aber da hoffe ich jetzt einfach mal, dass die sich im ersten Angriff hochboosten wollen und dann halt im zweiten, also im Nachgang von uns one-hitted werden. So, dich machen wir noch, dann müssen wir zurück ins Pokémon Center, weil wir AP aufheilen müssen. Und jetzt Äther verschwenden ist nicht drin. Raichu, da können wir gleich mal am Raichu testen, was das so als erstes einsetzt. Straubler. Solarstrahl. Da muss er zum Glück eine Runde aufladen. Oh, am besten irgendwie diese Beere, womit es mit einem KP noch überlebt und dann Solarstrahl. So. Das wäre kritisch. Aber okay. So ist ungefähr das passiert, wie ich das im Arena-Kampf auch erwarte. So, einmal irgendwas eingesetzt. So, den Rucksack-Kip hätte es noch nicht mal bringen müssen. Wird so oder so als erstes angegriffen. Gitarrist. So, Ass-Trainer. Such den Adrenalinkick. Mal schauen, ob wir diese Ass-Trainerin, die Hedwig heißt, nach der Harry Potter-Eule benannt, dann diesen Adrenalinkick geben können, den sie sucht. Kadabra ist jetzt prinzipiell nicht mein Favorite. Ist in dem Game drin, aber man kann sich hinglitschen. Okay. Na, vielleicht kommt ja noch mal was. Also ich fände es wirklich sehr schade, wenn es hier einfach kein Event mehr gibt, das zum Shiny oder zum Shaman oder zum Dark heilen kannst. Das wäre absolut schade. Ja, warum habe ich Angst vor Kadabra? Ist unser Arc-Nemesis. Daran ist unser erstes Pokémon gestorben. Weil das halt daran, ja, Toxic Ghost halt. So. Psystrahl-Crit. Aus dem Nichts. War nicht lustig. Wird uns aber nicht nochmal passieren. Conrean hatte in der Arena tatsächlich ein bisschen Probleme. Also da sah das Team zum Schluss nicht mehr ganz so gut aus. Ich kann jetzt nochmal nachschauen, was er so in seinem Team hatte, um zu vergleichen, ob wir das besser hinkriegen. Er meinte zu mir, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen höher gelevelt. Dem kann ich zustimmen, wir sind fast Level 60. Und bei ihm war sein höchstes Pokémon, okay, gar nicht mal so weit höher. Also 55 war er schon mit einem seinen Pokémon. Aber er hatte jetzt kein Boden-Pokémon. Er hatte Galoppa, Impoleon, Luxtra haben wir auch,
Staraptor. Dann Roserade und Hohenweisel. Das ist prinzipiell gar nicht mal so gut gegen den Elektro-Arena. Da stimme ich ihm zu. Aber er hat es geschafft, ohne Verluste. Also, congrats an der Stelle. Dürfte jetzt auch langsam auf dem Weg durch die Siegesstraße sein. In Richtung Top 4. Da wünschen wir alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Das war eigentlich auch mein Ziel, das hier so verlustfrei zu bestehen. Dann sind mir erstmal direkt, nachdem ich das ausgesprochen habe, zwei Pokémon gestorben, noch vor der dritten Arena. Und in der dritten Arena dann gleich die nächsten sechs. Also, feierlich ist anders. Aber das ist jetzt mittlerweile auch schon fünf Arenen her. Also, seitdem... Alle in Schleide gestorben. Alle in Schleide gestorben. Erstmal dritte Arena gönnen. Ja, erstmal drittes Rematch hier. Nein. Stimmt, Greenfighter, spielst du das Spiel eigentlich auch und wie weit bist du? Das interessiert mich jetzt auch gerade brennend. Ich habe in der Arena Staraptor verloren, weil ich gemissklickt habe. Boah. Ja, missklicken ist immer richtig kacke, wenn du so weißt, das war halt mega vermeidbar. So. Beim vierten Orden. Nice. Also gleich gegen den Wellenbrecher Marinus darfst du in Weideburg kämpfen. Wünsche ich dir auch viel Spaß und Erfolg. Ich finde das Rätsel in der vierten Arena sogar auch ziemlich nice. Das konnte ich aber auch noch. Das war auch keine Herausforderung. Das war auch ziemlich, ja, nicht simpel, aber wenn du halt einmal die Mechanik rausgefunden hast und so in dem Spiel, dann musst du gar nicht mehr groß nachdenken. Wollte eigentlich spielen, bin jetzt aber bei dir hängen geblieben. Ey, ist gar nicht verkehrt, auch nebenbei zu spielen. So. Ich glaube, das ist generell das Ding, dass du ja, beides zeitgleich machen kannst. Aber ich kann auch vollkommen verstehen, wenn du so lieber sagst, nee, für mein Spiel möchte ich muss nebenbei noch die Folgen gucken. Okay, ja gut, drei Sachen sind dann doch eine zu viel. Zum nebenbei machen. Sehe dich doppelt. Wäre lustig, wenn ich plötzlich den gleichen Gesichtsausdruck machen würde wie in einem der Videos. So. Dieses Stalos gehört dann der Vergangenheit an. Die Brille fehlt. Oh oh, ich weiß in welcher Folge du bist. Militaris bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, aber ich glaube... Militaris könnte halt hier irgendeine Psychoattacke machen. Also Saphir soll nicht drauf gehen. Aber andererseits könnte der Spukball halt outspeeden. So, wäre schon cool, wenn das der Fall wäre. Machen wir es anders? Machen wir Toxic Ghost, die sichere Variante. Schnurrschar macht zwar nur normal Damage, weil Kampfpsycho. Aber ich glaube, wir sind 15 Level drüber oder so. Fast 14. Sollte trotzdem gut halten. Rip an mich. Nein, hallo. Du stirbst hier nicht nochmal. Höchstens in der Top 4, da kann ich für nichts mehr garantieren. Oder gegen Cynthia oder so. Aber davor werden wir... Okay. Kurz Luft anhalten, aber davor werden wir noch ewig trainieren. Also ich glaube, bevor ich mich in die Top 4 wage, werden wir noch ein paar wundervolle Stunden in der Siegelstraße und im Untergrund weitermachen. So, Zuflucht, Moritz. Wo willst du denn hin? Ja, als ob wir das jemals schaffen. Zuflucht kann man nur einsetzen, wenn alle Attacken schon aufgebraucht sind, also... Ich glaube nicht, dass wir es einmal schaffen, 60 Attacken einzusetzen. Sind ja Level 66. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall trainieren. Also mindestens Level 70 muss daher. Los geht's. Hallo, Volkner. Es passiert nicht oft, aber manchmal. Nur manchmal. Als Trainer, die es bis hierher schaffen.
Wer scheitert denn an Pachirisu und Pikachu? So, hä? Oder haben die einfach, sterben die einfach aufgrund dieses Elektroschocks, den sie vorher kriegen? Und dadurch kommt der Stromausfall so. Ich glaube, wir haben es rausgefunden, liebe Freunde. Da ist einfach jemand in der Arena gestorben und deswegen gab es da so einen Stromausfall, der ein bisschen länger gedauert hat. Das sollte erklären, warum da niemand so zu dir kommt, Volkner. Ich würde da mal drüber nachdenken. So. Bisher waren alle Trainer, die es überhaupt geschafft haben, ziemlich Enttäuschung. Ja, vielleicht, weil sie schon halb verkohlt vor dir standen und auf allen Vieren gekrochen haben und darum gebeten haben, dass du ein RTW rufst, also. Das Wasser reichen ist sowieso ein bisschen schwierig in der Arena, weil ich glaube dann... Ja, seufzt, ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region, aber wie dem auch sei, lass uns diese... Mann, der ist ja richtig down. Ja, dann machen wir ihn einfach noch mehr down, indem wir ihn dann töten. Weiß ich nicht. Also. So, komm. Show me what you got. Raichu, damit haben wir gerechnet. Das ist gar kein Problem. Wäre nur eventuell ein Problem, wenn es jetzt irgendwie... Weiß ich nicht. Das kann dauern. Ja, ja. Gucken wir mal. Wangrubbler. Cool, danke. Darauf habe ich gewartet. Was hat es jetzt? Irgendeine Beere hat's gemampft. Du Schwein, du. Hat durch die Beere überlebt. Ich glaub's ja nicht. Dann machen wir denselben Spaß nochmal. Och, ja gut. Ist gleich eine seiner Top-Genesungen draufgegangen. Habe ich auch nichts gegen. Baller ruhig direkt in Raichu rein, so. Weil jetzt wird der Schaden nicht mehr reduziert, mein Freund. Das war es jetzt nämlich direkt mit deinem Raichu so. Hä? Cool, danke für den Item Waste. Kommt mir sehr entgegen. Wie viele Klick-Klack muss, oder Klick-Die-Klack musstest du eigentlich töten, um dieses Zahnrad und Uhrenwerk hinter dir aufzubauen? Gleich 59, sogar noch Ambidissel. Gut, das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ein Ambidippel so in das Thema einer Elektroarena passt. Aber vielleicht hat er das Ambidippel ja gebraucht, um, ich hoffe es dauert nicht wieder 100 plus für Latias. Ja, hoff ich mit dir. Viel Erfolg. Ja, nee, das Ambidippel muss mir auch nochmal jemand erklären, warum das jetzt da ist. Aber wir haben ja, ey, Mogelhieb. Jetzt cheatet der Typ auch noch. Gibt's ja nicht. Aber wir sind vorbereitet. Oh, was haben die denn für Beeren hier alle? Alle nur um Schaden zu reduzieren und zu überleben. Hätte ich direkt mal Abschlag einsetzen müssen. Und wastet er jetzt seinen zweiten Trank gerade? Der weiß doch, dass das Ding jetzt aufgrund der Beere, die es nicht mehr hat, jetzt einfach One-Hit-Down geht so. Aber gut, das, wenn das seine Taktik ist, dann kann er gerne weiter so machen. Aber gut, ich glaube, den Deal, den wir hatten, den hat er sehr ernst genommen. Also ich habe noch gesagt, wir One-Hitten jedes deiner Pokémon. Und das hat bisher nicht geklappt, weil wir doch zwei Angriffe gebraucht haben. Aber ein Octillery... Dude, du machst eine Elektro-Arena so. Und Octillery ist das Gegenteil von der Elektro-Arena. Aber dann schlage ich dich halt mit den eigenen Waffen. Und wir setzen dann jetzt eine Elektro-Attacke ein. So, that's how it goes, I guess. Zumal wir auch noch schneller sind als das Octillery. Danke. Ja. Folgende, erkläre mir deine Daseinsberechtigung. Okay, nein, nein, stopp, das nehme ich zurück, wir haben Luxra noch nicht besiegt. Aber aktuell bist du mir ein paar Erklärungen schuldig, so. Also kein Wunder, dass du down bist, aber dass dich bisher niemand besiegen konnte, ist ein Wunder. Hier kommt meine Trumpfkarte, eieiei, ich zitter schon. Ah, ich fühle mich bedroht.
Gibt's ja gar nicht. Ja gut. Erdkräfte halt, ne? Los geht's. Auf geht's, los geht's. Ja, macht dezent wenig Schaden. Erdkräfte one-hitted das Ding und das war der achte Orden, liebe Freunde. Wir haben es geschafft in 5 Minuten. Noch nicht mal. Nice. Ich würde sagen, nach dem dritten Orden haben wir auf jeden Fall dazugelernt. Und wo ist die Challenge? Sage ich jetzt noch. Und Cynthia klatscht uns einfach direkt weg, ohne dass wir auch nur eine Chance haben. Top 4 wird auch noch spannend. Nice. Aber das war's. Haben wir's. Haben wir's. Achter Orden geschafft. Also ich frage mich, warum ihm der Kampf Spaß gemacht hat. Das war jetzt so nicht schwierig. Sieht übrigens aus wie ein Meltan, der Orden. Das ist mir direkt in den Sinn gekommen, als Meltan announced wurde, dass der Lichtorden 1:1 so aussieht wie das Ding. Also, maybe hat das was damit zu tun. Würde auch Sinn ergeben, wenn Meltan hier in dieser Arena sein Unwesen treiben würde. Denn ich glaube, guck mal an die Wand. Guck mal da an die Wand. Dieser Ladestrahl hast du nicht eingesetzt. Hier. Das da, das ist eine Mutter. Und was ist Meltan? Eine Mutter. Theorie confirmed. Der Lichtorden ist eigentlich ein Meltan, was mich jetzt infiltriert. Denn darauf hat Volk nur gewartet. Er wollte einem Trainer nun diesen Orden geben. Und er kann dem Trainer ja nicht den Orden geben, wenn er nicht besiegt wird. Aber jetzt hat er gesehen, ah, der. Gegen den habe ich eh keine Chance. Da verliere ich einfach mal. Und dann gebe ich ihm meinen Meltan. Und jetzt kann ich die ganze Welt erobern. Nein, ich weiß echt nicht, was er vorhaben sollte. Vielleicht schleicht er sich so in die Top 4 ein. Und im letzten Augenblick, wenn ich dann gerade dabei bin, Cynthia zu besiegen, macht es sein Meltan und dann kriegt er automatisch all die Anerkennung. Und er ist neuer Champ. Das ist eigentlich sein großer Plan. Der große Plan von Volkner.